Nee. Sure. Stimmt, da muss man, glaube ich, so einen Plusrang da kaufen oder so. Ja. Jo, also wenn du bereit bist, dann klicken wir jetzt drauf. Also eine. Gut. Dann gucken wir uns jetzt mal die Smash Der Direct an. G12. Die 12. Ich habe extra Twitter von nicht mehr nachgeguckt, weil sonst wäre ich gespoilert. Wo bleibt Naruto? Mal sehen, was heute kommt. Sora no Da ist Sakurai Masahiro Naruto! です。こんにちは。Das ist doch nicht 大乱闘スマッNaruto! シュブラザーズスペシャル発売前の最後のダイレクトを始めます。ファイターは今までなんと72種類。ポケモントレーナーを3体としたら74種類もの紹介をしています。スタッフ一同頑張りました。そしてこれから行う最後の紹介でいよいよ全員となります。では参ります。Es gibt ja noch Echo-Charaktere. Die sind da in der Liste ja gar nicht mit drin. Das ist jetzt nur eine Smash-Ankündigung? Ich glaube ja. Sollten sie auch langsam machen, weil soll ja im Dezember rauskommen. Au. Bring it on. Oh, Barbie und Ken, also nur Ken. Heidoken! Heidoken, lol, jetzt verstehe ich das erst. Oh Gott, haben sie einen Street Fight Charakter ausgekramt? Eines Tages gibt es alle Street Fighter Charakter und von jedem Spiel alles in Smash reingeboxt. Ja. Und dann irgendwann noch für PC. So, der Download kostet dann 5 Milliarden Gigabyte. Außer die Anime-Charaktere, die sind ja bis jetzt auch noch nicht drin, außer Pokémon. Komm noch. Aua. Ja, wieso? Okay, Kirby gab's ja auch anfangs in Anime. Ja gut, oh. Da rennt jemand auf den Ring. Das bist du, Brick. Du hast dein Flammenkostüm an. Halloween war doch erst gestern. Ja. Ne, Wehrkatze. Oh. Lol. Das Pokémon. Ja. Diese Wehrkatze da. Wanna fight fire with fire, huh? Nein! Aber er passt gut in das Spiel. Ja, so an sich ja, von der Statur her und so. Au. Nur die Moves finde ich gerade ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne mich mit Wrestling nicht so aus. Das sieht aus, als wenn er Wrestle-Moves macht. Ja, eine ganze Halle gesprengt, hast gesehen. Super Smash Bros. Der nächste. Immer die Bü immer machen sie die Anzeige kaputt. Oh. Ja, vor dem Animal Crossing Ding habe ich richtig Angst. Hast du nicht gesehen im Hintergrund oder wer das war? Das war King K. Rool. Hatsching! Hatsching! Oh, die haben gleich keinen Platz mehr, also mehr Charakter gibt's nicht. Die werden noch ganz klein gedrückt, dann nachher noch, damit noch mehr reinpassen. Ryu のライバル、ストリートファイターシリーズのケンがダッシュファイターとして参戦です。ケンは原作ではもともとリュウのダッシュファイターのような位置づけでした。元祖ダッシュファイターはルイージかもしれませんね。それはさておき。剣はその後竜に対してさまざまな違いがつけられていったのですが、スーパーストリートファイター 2X あたりをベースに制作しています。強小竜剣は燃えます。波動剣の形が違います。竜巻旋風脚は連続ヒットします。 DK アドオスブーブルアングル地獄車、セービングアタック、コマンドによるキックの変化など剣らしいアクションが満載です。わずかに移動速度が速いなど近年の性能差をフォローしています。最後の切り札は竜と同じく2種類、
1つは縦に押し上げる神龍拳。バーサスシリーズのように縦にしています。相手に近いところで放つと疾風陣雷客になります。 Der arme Vogel. Ja. Der kann nie wieder essen. Fuego. そして最後の入荷馬、ガオガエンです。ポケモンですが、プロレス技を主体にします。もちろん投げ技がちょっと強め。根っからのレスラーなのか、攻撃がヒットすると観客にアピールします。ただ、いつでもキャンセルできるので、隙が増えて不利になるわけではありません。 通常必殺技はDDラリアット。原作でも得意技としていました。赤きサイクロンですかね。上必殺技はクロスチョップ。上昇してから一気に飛び込みます。こいつヘリ見つあれ操作して。ツムンダモンペブラヘンテン。操作をミスすると自滅しやすいので注意しましょう。ははは。横必殺技はダッシュして相手を掴むとロープに切ります。 跳ね返ってきた相手に対してゲームゼルダ、マスクメット。早いとショルダースルー。遅いと失敗。ちょうど良いとラリアットが炸裂します。ラリアットはスペシャルムーブのモーン。下必殺技はリベンジになっています。相手の攻撃を受けると体が燃え、次の一撃を強力にして復讐します。ちょっと変わったカウンター技ですね。最後の切り札は ハイパーダークラッシャー回。原作における Z技を。よ、スピーディーにしてみました。あれ、あれ、ブリンク、ダーブ、オーク、アウト、アウト、スリングス。いや、ノー、エアブラッド、ビブリッジ。実装されるファイターはこれですべてです。これは最初のファイター、セレクト画面です。少ないですが、これでも初代64番と同じ。いや、そう、クリスタス、オーノ。そしてこれが全員揃うと。いや、ダンカー、メダツ。 来ちんどはいパメオ。どこに何がいるのかわからなくなります。必ず番号順、つまりシリーズ参戦順に並びます。総勢74人の大乱闘をお楽しみください。アミーボ。アンインクリン。ニン。 Den ich aus Samus? Komm gerade nicht auf den Namen. Ridley. Genau. Ja, der kommt aus Samus. Der spielt da jetzt auch mit. Als eigener Charakter. Worf. Da kannst du einen Tag nach Nikolaus kaufen. Und die sogar Mitte. Dieser goldene Bauchnabel einfach. Warum Pichu? Kein Plan, weil süß. Aber warum? Also, 本作では過去シリーズにあったフィギュアを廃止しました。あれ、作るのは本当に大変でしたし。しかし、スマブラは、せっかくの大クロスオーバー企画なので、ファイター以外の様々な世界のキャラクターを楽しめるものを作りたいと思いました。そこで一つ考えたものがあります。それがスピリッツです。 Geister? Ehrlich, das ist der neue Modus? Der heißt wirklich Geister? 反対ではスピリットと言います。噛み砕いて説明しますと、ファイターがいろんなキャラクターから力を借り、パワーアップして戦うこと。 Ich will nicht wissen, woher die Steckdose hinten. Naja. スマブラシリーズはファイターたちはフィギュアという設定で。 Oh Gott, das kenne ich noch, das habe ich gespielt. Ich auch. Das war das erste Smash Bros. Für mich. Bei mir auch. その不思議な世界で最悪の事件が起こり、すべてのキャラクターが体を失います。ファイター以外のアレルモンが死念体と化し、帰還できなくなってしまいます。これがスピリット。 Achso, das sind alles die Geister. Ja. Oh lol, der Mond aus Zelda. Ja, der ist sogar als in der Arena extra. Hauptsache, das war ihn genau. Nein, den will ich nicht sehen. Ich auch nicht. Der kontert ja nur noch. Zack. Ich sag mal so, Link, ne? Ja. Ace. Legendary.
Primärgeister gibt es auch noch. Der legt jetzt die an, oder wie? Aber cool, dass man mal leveln kann. Ja, also... Oh. Oh, cool. Subgeister. Komisch aus. Sieht so ein bisschen zu orange. Ja. Oh, das komische Wesen da unten auch. Oh. Wie ist diese Schlange? Keine Ahnung. Geisterkämpfe! Oh, die haben es aber mit den Geistern, ne? Ja. Das ist ein extra neuer Modus. スピリッツボードに様々なキャラクターが並んでいますので戦いたい相手を選べます。すると、なんとなくそのスピリットの特性や性格を持った相手ファイターと戦います。例えば、ジュゲムアンドトゲゾウの場合、小さく赤いクッパを連れたイギーと戦います。クッパの色によって、あ、ich liebe das. Okay. Au. Man soll also diese Viecher hauen. Übertreib doch. Oder soll man bloß überleben? Gutsman, genau. Aus Mega Man. Was? Er hat zu viel Wachstumshormone bekommen. Hör doch mal auf ihn zu werfen. Machunzu kann doch auch nichts dafür, dass er so klein ist. Okay. Ja, machen die auch was? Hallo. Ich hab mich auch gerade gefragt. Er sagte mir bloß komm her und dann. Oh, den kenne ich noch, diesen Riesen. Ich dachte eben, das wäre das Ding aus Dark Souls gewesen. King Karu mit dem Verbanden, okay. Geil. Aber macht nichts. Melodie. Melodie ist cool. Was? Wer ist das Blumenmädchen? Weiß ich nicht. Oh nein, mit Mii-Gesicht. Das sieht ja schrecklich aus. Ach nee. Die eine schläft bestimmt nur. Ja. Doch nicht. Ach so, dadurch wird man gedrittelt. Nee, wie heißt das? Meinst du, man wird wirklich... ja. Drei Teile geteilt. Wer ist Emmerich? Hall Emmerich? Kein Plan. Okay, das will ich sehen. Oh ja, Bullet Bill. Fuck you. Oh. Okay. Ja, ich sag ja, Bullet Punch. Ja. Victory! Ich befreie auch meinen Geist, indem ich sie abschieße. Spirit-Triforce. Das sieht aus wie das klassische Feuer, Wasser und Erde. Oder so. Pflanze. Ja, genau. Man kann strategisch jetzt arbeiten durch diese Geister. Noch mehr. まずアタッカーのスピリットは育てることができます。いや、エファーを一緒に戦っても。ブンブンブンブンブンブン。おやつをあげても強くなります。お、ドラゴンボンス。ガイスターズネックス。最大まで強化したら、さらにその先の姿があるスピリットもいます。お、シカンセキンフィケル。スピリット。現実世界に返すこともできます。ユーシェン、パー。そのピッチョ、ロンダ。フェイル。その台座を組み合わせ、 新たなスピリットを呼び出すことができます。あ、オンネフュージョンクリングアウノ。クールメットフォーグル。スピリットは道場や訓練場で鍛えたり、
探索場で冒険に出してお宝を得ることもできます。Okay. ありえないメンバーが並んでますね。Ein Mini-RPG ist da jetzt irgendwie mit drin. 夢の共演でしょうか。Sieht irgendwie komisch aus. 訓練場や探索場はゲームを進めていても電源を切っていても働き続け成果を得られます。預けたらほったらかしにしましょう。Ach, das sind nur Expeditionen. Ja.いろんなマスターたちもスキルトでゲットすることで施設が解放されます。スフレクマン、アビーボに力を貸すことがあります。いや、お別れになれますが重ねてパワーアップできます。あ、そう、man kann die Dinge auch benutzen zum Level。ああ、 quasi wenn du mehrere nachher doppelt hast oder so, dann 様々なゲームキャラが集まるコレクションとしても豪華です。Frisst der Hauptcharakter die auf und dann hat er den Geist in sich fressen. Jo. Die Ultraleiste, also das habe ich auch schon mal gehört. Aber ist die auch Regenbogenfarben? Nee, nicht ganz. Boah, was? Oh, lol. Oh, das erinnert mich gerade voll. Das erinnert mich voll an Kenny den Löwen. Ja, irgendwie. was ist das für eine Welt? ありえない組み合わせのいろんなシチュエーションのバトルをお楽しみください。ゴッ、neblig、Hilfe。なお、スピーチというのは敵にも味方にもセットの強さが表示されています。強いセットがあれば弱いスピリッツを倒すことは簡単になりますが、強さの差が大きいと報酬が減るのでほどほどに釣り合いを取るのがお得です。もしかしたらセット画面で Y ボタンを押すと属性が勝っているアタッカーから見繕っておすすめしてくれます。仕掛けがある場合対策になるサポーターを進めてくれます。これは覚えておいてほしい操作です。そしてスピリッツをつけた対人対戦も楽しめます。属性の相性があるので互いに選抜して出し合ったり。Prinzessin Ruto, ne? Also, ich hab die gerade gesehen und ich hab so innerlich geweint. Oh, nicht weinen. Doch, die ist zum Kotzen, die Alte. Rette mich aus dem Tempel, aber ich beweg mich nicht, trag mich los. Und dann bist du auf einmal mit ihr verheiratet. Na, das musste man ja, damit man den Stein bekommt. Zwecks ihr oder so. Wovon? ガチ部屋などの区別がありません。その代わり3つの要素が表示されます。Regelwunsch。誰かと遊ぶときは優先ルールというものを設定します。Ja, gut, das hatten sie ja schon meistens, ne? 優先ルールとは自分の好みの遊び方を大雑把に入力するものです。Versuche auch Zeit gab es. Aber man kann die Zeit kann man nicht mehr auf unendlich machen? そのルールで遊びます。Scheint nicht. あえて優先ルールを設定せず、完全に相手任せにすることもできます。マッチングにおいてもなるべく近いルールで待ち受けている人を探します。世界戦闘力をオンライン対戦に導入します。これは対戦人口からなす逆引きランキングのようなものです。例えば世界戦闘力が10万ならその人の腕前の目処は10万人よりも上ということになります。遊ぶ人口が増えたり、追い抜きがあることで数値は変動します。どんどん世界戦闘力を上げれば、同じ年に戦勝負になっていくのでしょう。なお、世界戦闘力はファイターごとにつきます。使っていないファイターには、最も世界戦闘力が高いファイターをもとに仮の値が入ります。わざと負けるようなプレーには、通信遮断などの強制ペナルティが入ります。やめましょう。Ich dachte gerade, was das für ein Fehlermeldung. 同期型通信なので、通信が安定しないと成立できません。よって、何よりもお互いの Hier in Europa haben natürlich das beste Netz. Ja, klar. Super. 優先ルールも含め、必ずしも希望と合致するとは限らないことをご了承ください。また、通信環境の安定にご協力をお願いします。Klar, ich stecke ein HDMI-Kabel rein. 優先 LAN ケーブルを使うのが安心です。Achso. LAN-Kabel wird empfohlen für deinen Switch. その他にも、LAN-Adapter. 通信対戦における LAN-Adapter, glaube ich, war das. Wie liegt das so schmeiß so? 世界戦闘力が全体の中の特に上位になると、VIP マッチとなります。WLAN-Adapter, WLAN hat die Konsole ja selber. ここに入れれば、スマブラがうまいと胸を張れます。
Ja, das ist so ein WLAN-Verbesser-Dingsbums. Repeater also. Ja, genau. Ich hab gesagt. Smash Marken. Kannst du sie auch ausdrucken. Kannst du sie so als Klebetattoo ausdrucken. Oh Gott, chatten kannst du jetzt auch. Das heißt, wenn du deine kleine Kinder fertig machst, dann kriegst du schöne Nachrichten. Aber es sind vorgefertigte. Ja, gut. Dann kriegst du nicht ganz so schlimme. Ach, Foren, sozusagen beim Warten. Ja. Kann man schon ein bisschen üben. Mit dem Charakter, wenn man jetzt neu anfängt oder so. Das ist nicht ganz gut. Kirby. Kann sogar zugucken. Duo Co-op. Gut, dazu müsste jemand herkommen. ja, ich komm. Visible Friends. Komm denn rüber, sag Bescheid, wenn du es hast. Ach, guck mal, ne. Ja, man kann sogar Zuschauer hinstellen. Du guckst zu, du darfst nicht mitspielen. Du bist schlecht, mehr darfst du nicht. Okay. Oh, ne, das will ich gar nicht wissen. Irgendwas fürs Handy. Noch eine App? Ja, bestimmt. Kann ich dir zugucken? Das wäre cool. Achso, der Voice Chat. Was hat denn der Ton da gehabt? Hatte der Beine? Weiß ich nie. Smash World. Ah, da kann man sich Videos posten, gegenseitig und Bilder, die dann angucken. Also, Instagram. Eine Art Twitter ohne Reden. Und Helfer Trophäe. Ah, das Spiel kenne ich. Ah, das sagt mir auch was. Project Zero, da steht's, ne? Okay. Irgendwann kommt noch ein Smash Party raus oder so. Das ist Golden Sun Typ. Isaac, genau. Cool, Zui hatte recht. Er hat heute schon geschrieben auf Twitter heute Morgen. Er wartet sehnsüchtig drauf, dass Isaac reinkommt. Tatsächlich ist Isaac mit drin. Cool. Aber leider nur als Trophäe. Nicht spielbare Charakter. Das wäre noch cool. Ja, immer kriegt Luigi auf den Kopf. Ist okay. Ja, immer der arme Luigi. Aus welchem Spiel war das noch? Das war auch aus einem Spiel. Ark. Oder Arms. Ringman, ja, das genau. Hat Arms. Arms. Ja. Ach, Dr. Riley. Entschuldigung. Ah, oh, das Spiel haben wir auch gespielt mit der Fliegenklatsche. Au. Haha. Bang, bang. Oh, das habe ich geliebt. Das war auf der Super, auf der Super Nintendo. Echt? Mario Paint. Ui, Tiki. Oh, ein Drache. Sieht aus wie ein Drache aus Yu-Gi-Oh. War vorher noch ein Mädchen. Oh, von Art Academy oder so. Ihr malt einfach irgendwas. Oh, Paul, ne? Nee. Geil. Wie heißt der Typ? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Lob geil, ich weiß es nicht. Ich dachte anfangs, das wäre Okay, ein ganz altes Model.
Virtua Fighter kenne ich nicht. 10年 早いんだよ! Das ist irgendwie lustig. Oh, ich hab den Gesang geliebt in dem Spiel, ey. Von Splatoon. Ja, schau mal rein! Die kann man sogar ausschalten, einige Helfer-Trophäen. Sonohoka, ironna Modo mo gochokai steikimas. Hilfe, wow. Sosa ya Modo ni mayottara, tonikaku ZR botan de paletto o hiraite, koko o erande kudasai. Samazama na teatsui gaido o miru koto ga dekimas. ¿100人組手が今回の実装されています。どんどん吹っ飛ばして遊ぶとスッキリしますね。いろんな戦場で遊ぶことができます。ということは音楽も自由に選べます。オールスター組手は今までは全員出現してからやった遊びになりました。その時点で使えるファイターがエンドレスで出現します。 Wiederholung. Wow, tolles neues Feature. Man kann Wiederholung speichern und sich später angucken. Oder man nimmt es einfach auf. Dann kann man das auch. Ja gut, Tipps sind jetzt auch nicht so hilfreich, weil es im Competitive wahrscheinlich wieder was ganz anderes sein wird. Ja. Nicht gut, ein paar Infos zu den Kämpfern und so weiter. Meilenstein, das ist eine Herausforderung. Ja. 今回はページごとにカテゴリーを分け、コミック風味の小回りにしています。ボタンを押すと絵が楽しめるので、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 ボタンを押す
Warum kam da jetzt eine Kugel raus und keine Farbe? Keine Ahnung. Okay, jetzt kann dein Mii also so aussehen und so tun, als ob er ein Roboter ist. Hey, das Spiel hat meine Mutter sogar. Die Steckdose. Ja. Ne, nicht die Steckdose, die Stecker. Stimmt. Es ist ein eigenes Spiel. So ein RPG ist es, glaube ich. Ja. Echt jetzt? Was? Nein, das echt jetzt. Okay. Ja gut. Jetzt gibt's die Pappe auch virtuell. Toll. Muss man dazu kaufen. Bekommst du nur, wenn du die Pappe gekauft hast. Download-Contents. 制作決定です. すでに極めて多くの限界を超えたファイター数を実装しました。しかしそれでもスマブラにおいて新しいファイターが増える機会を残すことは、もしく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 は、もし
Ach, das war der Ultra Smash. これはスマブラスペシャルの発売より遅れて完成する見込みです。ある程度リードして作っていますが、配信までにおそらく1、2ヶ月ほどいただくことになりそうです。お待ちいただければと思います。フェクロイさん、は早期購入特典となります。パッケージ版はマイニンテンドーへのゴールドポイント登録をするだけで OK です。あ、かまずよくゴールドポイント。あ、OK。wahrscheinlich mehr als man hat。アミーボも用意しています。丸々としたいいフォルムですね。結構で、アミーボ sieht irgendwie lustig aus。そしてこの放送終わった直後からあらかじめダウンロードが開始されます。忘れないうちに e ショップにてご予約ください。Wenn du sie im Nintendo eShop kaufst, kriegst du noch doppelte Goldpunkte. この放送をご覧の欧州の皆様にお知らせがあります。欧州地域ではこれから様々な体験会が行われます。それぞれ全ファイター74体を使用できる予定ですので、見逃しなく。詳しくは公式ウェブサイトでどうぞ。Los, geh mal auf die Internetseite, guck nach. 以上をもちまして、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。発売前の最終ダイレクトを終了したいと思います。Dafür müssten wir wieder ewig fahren für so einen Quatsch. Wahrscheinlich Hamburg oder Berlin. Und der kommt eh nicht an, weil die Schlange eh nicht so lang ist. Die Schlange geht bis hier. Was sieht aus hier auf? Jo, ich stell mich mal an. Dauert nur 7 Wochen. Spirits と化してしまった事件とは何か。そのきっかけをご紹介してお開きにしたいと思います。それでは発売をお楽しみに。Okay, noch irgendwas Cooles am Ende? Winken, so winke ich auch immer, wenn ich Tschüss sage in einem Stream oder in einer Aufnahme. Der voll angestrengt gewinkt eben, so nach Motto, ja komm, mach die Kamera aus, Alter, mach schon, los! Das sieht cool aus, erstmal. Meister Hände! Wo ist die Crazy Hand? Wer ist das da in der Mitte? Das ist doch von diesem... Puppet Master. We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Also, wenn das ein Spielmodus ist, dann bin ich sofort dabei. Oh, er verbindet sich mit allen Händen, Master Händen. Alle tot. Oh, er hat alles vorausgesehen. Er hat Vorahnungshaki aus One Piece. was? Okay, Link ist tot. Okay, Samus ist tot. Samus auch. Okay, Zelda ist tot. Und Mewtwo. Pikachu auch und Sonic auch. Selbst und Sonic war nicht schnell. Bayonetta. Achso, das ist auch Bayonetta. Pokémon Trainer und Bowser ist auch weg. Falken. Elegant im Sprung. Oh. Wir sind immer weg. Ja, das klappt wohl nicht. Nee. Irgendwie klappt nichts. In dem Karton! Einfach in dem Karton. Ja, toll. Die wer ist jetzt verschwunden? Einer ist doch verschwunden, ne? Ach, Kirby. Kirby ist noch unterwegs. Ich würde doch nicht sagen, dass die Dinger schneller sind als Kirby. Los, Kirby, auf los! Oh, der Ton. Hä? Sein Warpstern hat ihm geholfen. Die ganzen Helfer-Trophäen scheinbar auch. Jo. Ey, das ist ausradiert. Alles ist ausradiert. Jupp, ach, Spiel, Galaxy. Spiel braucht ihr euch nicht vorbestellen. Die Erde geht sowieso unter, wie ihr sehen könnt. Ich seh's. Okay. Das sind jetzt die Geister? Ja. Kirby, kommt wieder! Ja, der einzige, der noch lebt. Oh, cooler Sound. Oh ja. Regenbogen. Und verschiedene Level, Welten. Das sieht so geil aus. Warum kann eigentlich niemand von denen Zeit reisen? Ach, guck mal, da, alle gefangen. Mit Honig. Ah, die dunkle Version, gegen die man bestimmt kämpfen muss. Boah, sieht das krass aus.
Mr. Halloween. Siehste, Kirby ist der Held von allen. So wie immer. Ja, Kirby ist der Beste. Ist doch so eine Art Story-Modus. Lustige Optik. Oh, Lapras kann 12 einsetzen. Ja, muss man sogar, damit man Geister sammeln kann. Das sieht geil aus. Alter, wie groß ist denn die Map? Das ist geil. Ah, Skills gibt's auch. Cool. Ich will das jetzt haben. Ich will mit Kirby die Welt retten. Oh, diese Cutscenes. Und den Roboter gab's doch schon mal. Oh, Mist, jetzt bin ich echt interessiert. Stern der Irrenlichter. Ja. Der macht ja wohl mal einen Patreon-Account und alle Leute sollen dir den spenden. Genau. Du hast da dein Bett als Ziel. Ich setz dann als Ziel Smash. Dann hast du wahrscheinlich dein Ziel schneller fertig als ich. Ich kann ja dann als zweites Ziel nochmal Smash für Brick. Und eine Switch. Stimmt, genau. Du müsstest ja die... Ja gut. Dann möchte ich lieber Let's Go Evoli haben und dann eine Switch. Ja gut, das stimmt, das habe ich ja vorbestellt. Das kommt Ende des Monats. Jo, ich komme dann rum. Ja, was sagst du denn dazu? Jetzt zur Präsentation und so. Also am besten hat mir das Feature gefallen, dass du die Lautstärke regeln kannst. Was zur Hölle? Wer sagt denn sowas ist ein Feature? Das sind Standardoptionen. Jetzt neu. Ja, also dieses Kampagnenmodus-Gedöns da mit Kirby, das ist schon geil. Oh ja, die Musik dazu eben. Irgendwas hat mir noch gefallen. Ich komme nur gerade nicht drauf, weil es so viel war. Meinst du die Geister? Diese Geisteroption, dass man leveln kann. Das finde ich auch geil. Weil überall, wo du leveln kannst, hast du Ziele. Und das ist immer geil. Ja, das stimmt. Sonst wird das Spiel nämlich relativ schnell langweilig, wenn du nachher eine Zeit lang gespielt hast. Und dann liegt es nachher irgendwann dann doch, weil dann neue Spiele kommen, die dich dann wieder interessieren. Aber wenn du so zum Beispiel wie mit Brawl. Ich hab's mir gekauft, eine Woche durchgespielt und dann war nur noch dieses ganze Collectibles-Gedöns und das ist einfach langweilig. Ja, so ähnlich war das bei mir auch. Und, ja. Ja, es ist kein Subroom bisher, aber es sieht trotzdem nach einem coolen Modus aus. Und dass die Welt jetzt in so einer Art Comic-Glocke ist, sieht witzig aus irgendwie. Ich finde das toll. Also, ich bin jetzt, besonders jetzt durch den Schluss, durch das Ende bin ich begeistert. Ich will nur mal ganz kurz sehen, was das vorhin mit Tod war. Da! Der hat Beine gehabt! Warum? Das sieht so komisch aus! War das hier? Moment, wo war das jetzt? Ich weiß nicht, ich sehe die Leiste gerade. Da kam das jetzt irgendwie. Da muss das gleich kommen. Isaac ist auch cool. Das schade, dass man den nicht selber spielen kann. Ah, der schwarze Ritter. War denn das? Sieht so komisch aus, tot mit Beinen. Das war Minute 21 irgendwo. Da! Kriegst du das pausiert? Ja, ich versuch's gerade. Da! Davor war sogar ein gutes Bild, weil er da noch nicht den Smash abbekommen hat. Versuch's gerade. Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach. Boah. Na los, ich will sehen. Tod mit Beinen! Hilfe! Ich will ja nichts sagen, aber Tod mit Beinen, das sieht voll komisch aus. Ja, die Musik ist schon mal da, Moment. Ja, irgendwie kommt das gleich. Da. What the fuck? WTF? Das sieht sowas von falsch aus. Jetzt, das ist doch nicht unser geliebter kleiner Pilz. Vor allem, was macht er denn jetzt? Sonst schreit er mir.
Und was macht er jetzt? Warte, nee, das ist glaube ich gar kein Pilz. Wenn du aufs Gesicht achtest, das ist ein Mii-Charakter, der so aussieht wie Todd. Ich würde ja gerne. Ja, stimmt, das war nur der Hut, ne? Da hat man es eben gesehen in der Feueranimation. Ja, es ist nur das Outfit von Todd. Das hat mir gerade voll Angst gemacht, ey. Ich auch. Ich dachte, oh Gott, seit wann haben Todd so eine komischen Beine? Die waren doch mal süß. Nee, da noch nicht. Ich krieg das noch hin. Dann kam das ja irgendwie gleich. Da ist noch der normale Todd. Die reden über ein Voice-Chat. Ich krieg das noch hin. Da. Naja, gut, ne, es geht. Sieht das bescheuert aus, ey. Das ist halt ein Mii-Charakter. Die sehen immer komisch aus. Aber die Mii-Charakter, sind die wirklich so groß? Ich denke, es gibt Unterschiede. Es gibt ja auch 3, glaube ich, gab es damals in der Wii U-Version von Smash. Vielleicht gibt es da jetzt schon mehrere, oder es gibt einfach bloß die 3 Standard wieder mit verschiedenen Outfits. Und vielleicht auch an verschiedenen Größen. Vielleicht kannst du das einstellen. Weil bei dem Mii, wenn, vielleicht musst du da auch, ist das auch mit deinem eigenen Mii gekoppelt und da kannst du auch die Größe einstellen. Ob du nur ein kleiner Winzling bist oder ein Riese. Nee, mach ich mir einen ganz kleinen, dünnen, schmalen. Weil die Hitbox ist ja dann nicht da, ne? Wenn ich mit Fetten groß machen würde, so wie mich, also das wäre ja furchtbar. Krieg ja durch die Schnauze. Wow. Warte mal, lass mich mal umdrehen. Tja, also. Bis sie mit den Geistern angefangen haben, habe ich erst überlegt, sieht jetzt nicht so toll aus. Also vom Aussehen ein bisschen optisch schon, aber ähnlich wie der Vorgänger. Das hat mich so ein bisschen an Naruto Shippuden erinnert, mit den Netzwerkdoppelgängern. Ja. Ja, aber irgendwie finde ich das mit den Geistern lustig, interessant. Interessantes System, mit dem, vor allem, weil man dann eben die Geister leveln kann und dann kannst du auf verschiedene mögliche Arten und Weisen und dann kannst du mit diesen gelevelten Geistern deinen Hauptcharakter noch leveln und kombinieren, so dass du strategisch dann vielleicht doch noch gegen jemanden gewinnen könntest, gegen den du sonst keine Chance hättest. Wobei das aber auch irgendwie unfair ist, weil wenn du jetzt neu anfängst, dann müssen die ja irgendwie so eine Lobby machen, wo man wirklich nur die Leute hat, die ungefähr auf demselben hohen Level sind. Weil sonst fängst du neu an, hast eine Stärke von, sag ich mal, 50 oder so, hast einen Gegner mit einer Stärke von 8000. Ja! Ja, das stimmt. Mutti, ich will das Spiel umtauschen! In den Online-Spielen, im Online-Modus müssen die unbedingt irgendwie so eine Regel machen oder kategorisieren nach verschiedenen Stärke in Prozenten oder weiß ich, wonach sie das aussetzen. Oder Ränge oder sowas. Oder so, ja. Auf jeden Fall ist ja klar, Neuanfänger, wenn er jedes Mal, wenn er das Spiel anwirft, gleich einen draufkriegt, dann hat er keinen Bock mehr. Na guck mal, viele werden sich das gleich zu Weasleys holen, die sind dann schon höher gelevelt als jetzt ein Kind, das das wirklich zu Weihnachten erst bekommt. Und wenn es dann anfängt und die ganze Zeit einen draufkriegt, dann hat es keinen Bock mehr. Also hoffe ich, dass in dem Online-Modus irgendwie halt so eine Art Rang oder Kategorisierung oder dass man sich anzeigen lassen kann, welche in ungefähr derselben Level-Kurve sind, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ansonsten, ja, dieser letzte Modus, der mit dem Kirby vorgestellt war, wo Kirby der Retter aller Welten ist. Ich finde das voll cool. Die kleine lustige Knuffelkugel rettet alle. Ach ja, ach, da will ich mir ein paar Let's Plays angucken, glaube ich. Ich bin jetzt total. Ich will anfangen, meine Finger zittern. Dann hol dir einen Schluck Alkohol. Aber auch nur wegen dieser letzten Sache mit dem Kirby. Davor war ich so, wo das mit den Geistern war ich so, ja, ist okay, könnte man mal ausprobieren, ist interessant. Und jetzt, wo das mit dem Kirby und diesem komischen, ich sag mal, Story-Modus dazu kam, da fing das Kribbeln an. Ich will's nur haben wegen der Helligkeit, wegen dem Sound und wegen dem Top mit Beinen. Und wegen dem Voice-Chat. Na, das habe ich auf dem Handy denn.
Ja, was für ein Blödsinn eigentlich. Also den Voice Chat, den über den lache ich bloß. Ja, es ist Quatsch. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, wer hat kein Handy, kann da telefonieren umsonst in der heutigen Zeit oder er hat einen Rechner mit Teamspeak oder sowas? Ja, entweder ja, auf dem Handy gibt es ja auch Teamspeak oder Discord. Ja, Discord auch umsonst auf dem Handy. Ja, deswegen, also das mit dem Voice Chat kommt ein bisschen zu spät. Das hätten sie anfangen müssen, bevor Teamspeak so populär war und Discord. Na, da würden sie aber nicht rankommen. An Discord kommt sie nicht ran. Na, jetzt sowieso nicht mehr, aber ich meine, bevor Discord quasi überhaupt rauskam, hätten sie schon in der Wii-Version von Smash hätten sie es schon anfangen müssen. Oder bei Brawl mit diesem Voice-Chat. Dann wäre es vielleicht noch okay gewesen. Aber jetzt haben sie mit dem Voice-Chat eigentlich schon verloren, weil die Konkurrenz viel zu groß ist mit TeamSpeak und Discord. Gibt es beides für Handy? Ich denke auch für iOS, ich habe selbst keins, aber ich denke schon. Discord, wie gesagt, gratis, also an sich macht man das doch dann lieber da drüber, als sich da den Voice Chat zu holen. Auch wenn man den halt mit drin hat, weil man muss da diese Online-Dings dann dazu kaufen. Für, weiß ich mal, waren das 25 Euro im Jahr oder 20? Vier, was denn? Der Online-Modus hier für die Switch. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war 1999 und für Familien gab es dann was mit 24 und das ohne Familien war das höchste waren dann glaube ich 39 oder 29 oder so. Irgendwie Ach so. du Kacke. Es gibt auch noch ein günstiges Angebot, das gilt dann glaube ich für 3 Monate. Mal sehen, vielleicht finde ich das ja gerade. Ich sehe gerade, du streamst gerade Minecraft. Nein, aber ich kam nicht dazu, das umzustellen, bevor wir angefangen haben. Streamst du das denn jetzt nur oder ist das jetzt auch in YouTube? Das ist gerade im Stream. Das kommt dann aber Also auch ist jetzt. später Ah, okay. als YouTube. Yay, exklusive Mitglieder. Kriegst du hier so ein Controllerpack dazu. Ah, hier, falls du das. Sieht man das? Sieht man was? Sieht man in meinem Stream wahrscheinlich gerade gar nicht. Da. Falls du gucken möchtest. Ja, ich sehe schon. Das sind die für Nintendo Online, die Mitgliedschaftsoptionen. Ganz schön heftig, wenn ich ehrlich bin. Ja, ein Monat, 3, 4 Euro. Aber komm, wenn du eine Familie hast, ne? Jetzt mal angenommen, du bist 10 Jahre alt und sagst zu deiner Mutti: Ich will online, ich will online und Mauerns, Und Mauer, dann alles kauft dir gibt. deine Mutti monatlich, nee, jährlich, für 40, ja gut, fast 40 Euro, ich rechne jetzt mal auf, ne? Ja. Den Online-Modus. So, was hast du denn noch von deinem Taschengeld? Weil ich weiß von mir, ich hatte damals nicht viel Taschengeld. Ich hatte jeden Ja, Monat 5 bis 10 Euro vielleicht. ich hatte 10 D-Mark, aber das war dann auch nur in der ersten Klasse und zweite vielleicht noch und danach nie wieder. Da unten gibt es noch einen Rang. Das ist der Ja, für 3 normale Monate. 12-Monate-Rang. Ach so. Ach da. Wenn du nicht 20 Familie Euro. nimmst. Der ist dann quasi nur auf eine Person gebunden. Das andere mit den 35 Euro da ist auf bis zu 8 Accounts gebunden dann. Erstmal Freunde Bescheid sagen. Wir müssen ganz schnell 6 Kinder machen, damit sich die Familienmitgliedschaft auslohnt. Die müssen dann auch sofort spielen können. Richtig. Jeder übernimmt einen Smash-Charakter oder mehrere. So, wird aufgeteilt auf acht Einfach von der Leute. Straße welche weggegriffen. So, zock mit mir. Mama, der Mann wollte mit mir zocken. Ist okay, ist okay. Ach ja. Ja, genau. Was ist denn überhaupt, was zählt denn überhaupt als Familiengruppe?
Bis zu 8 Nintendo-Accounts inklusive Kinder-Accounts können als Familiengruppe zusammengefasst werden. Für die Familiengruppe kann eine Switch Online-Familienmitglied erworben werden und genutzt werden. Sie können alle Nintendo-Accounts in dieser Gruppe den Mitgliederservice nutzen. Aber wenn das nicht konsolengebunden ist, dann könnte man ja auch mit 8 Leuten zusammenlegen, die man ja nicht kennt. Oder, naja, die man nicht vor Ort hat. So. Ja, könntest ja. Das heißt, ja, 4 wären schon 2 und dann braucht Tiger noch eine und Knicklicht und eine Vorstellung. Ja. Wie heißt denn ihre Familie? Ja, also Knicklicht, Tiger, Hevisolaru, wie schreibt man das? Brick. Ja. Und was spielt ihr alles so? Meistens offline Multi online offline Singleplayer Spiele. Oder Minecraft. Lustige Smartphone-App, Speicherdatencloud gibt's, die aber nicht für jedes Spiel funktioniert, also musst du trotzdem darauf achten, dass deine Konsole nicht kaputt geht. Dann kriegst du noch Nintendo NES-Spiele dazu. Das haben sie auch voll spät gemerkt, ne? Was? Dass man NES-Spiele und sowas langsamer wieder bringen könnte. Das haben sie ja erst bei Brawl, glaube ich, kapiert. Ja, aber... Also, Nintendo ist echt lahm. Also, die Fans sind sehr viel schneller unterwegs. Ja, mittlerweile gibt's die NES-Spiele und sogar die SNES-Spiele ja aber schon zuhauf so als Virtual Konsole kaufen und schon lange. Also, eigentlich wäre jetzt mal Zeit für ein N64 dran gewesen. Ja, aber ich finde trotzdem, also, guck dir mal an, wie lange gibt es schon Fansachen im Internet, wo SNES und N64... Wo sogar Switch-Sachen als von Fans gemacht wurden. Ja, ich weiß. Das gibt schon ein bisschen länger. Ich sag mal nur Mario 64 Online, ne? Ja. Das könnt ihr bei uns auch übrigens irgendwann sehen. Darauf ist Nintendo irgendwie noch nie gekommen. Das finde ich echt traurig. Ja, so ein bisschen. Ich wollte doch, hier unten stand doch noch irgendwas da. Exklusive an. Was gibt's denn? Werden exklusiv Produkte wie NES-Controller angeboten. Wow. Toll. Und das war's schon. Wow. Ach nee, oh, aber es gibt noch exklusive Ausrüstungsgegenstände für Splatoon 2. Und yeah. Vergiss nicht die Bedienungsanleitung, die ist mit bei dem Controller dabei. Wow, der hat ja auch so viele Knöpfe. Natürlich. Du weißt ja auch nicht, was mit Pause gemeint ist. Oder A. Oder Start. Oder Select. Oh, das war's schon. Wow. Es gibt viele Vorteile für Mitglieder. Na, du kannst auf dem Online noch online kannst du speichern, ne? Aber das steht da nicht drin. Ja gut, das hier sind ja besondere Sachen. Das andere mit dem Online-Speichern, das steht ja bei der Wolke drin. Ganz unten. Da, Speicherdatencloud. Aber es funktioniert auch nicht für jedes Spiel, weil nicht jedes Spiel darauf ausgelegt ist, dass du das in der Cloud speichern kannst. Also es kommt dann wieder auf Hersteller an, die das mitmachen. Da steht ja schon alle mit der Speicherdaten-Cloud kompatiblen Titel, findest du hier. Musst du echt in der Liste nachgucken. Oh, Mama, das Spiel kann ich doch nicht spielen. Ich kann, du weißt ja, wie, was für Konsolenverschleiß ich hab. Ja. Ja gut, aber nichtsdestotrotz muss man sich das erholen, wenn man das spielen will. Online.
Was man ja bei Mario Party auch kann, online spielen. Oder eben nachher in Smash. Und da wirst du dir eine Mitgliedschaft holen müssen, wenn du spielen willst, online. Ich habe gerade Super Mario Breath of the Wild gelesen. Ja, super. Du hättest doch das Deluxe von Mario Kart 8 nehmen müssen. Und das S von Arms. Super Mario Breath of the Wild Deluxe Arms. ja. So, bitteschön, Nintendo. Ich habe euer nächstes Spiel erfunden. Ja, jetzt. Macht was draus. Genau. Ja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, hat jeder was dazu gesagt? Wir die freuen Beine, uns Alter. Drauf oder freuen uns auch nicht. Was? Oh, jetzt haben wir doppelt Mario irgendwie in dem Standbild. Ja, ich nicht. Es sieht aus, als wenn er jetzt zweimal da so, weil nee, er. Nee, das ist der Kopf von Tod. Ja, aber der sieht irgendwie jetzt Mario ähnlicher als Tod. Bitteschön, ich kann halt fusionieren. Ja. Ja, Fusion gab's ja auch. Ja, wolltest du noch was sagen? Ja, ich überlege gerade, aber an sich sind wir gut durchgekommen und haben sogar die 40 Minuten von der eigentlichen Präsentation locker überschritten. Ja, also mein Fazit, mir gefällt's bisher, ich will's gern jetzt spielen. Und deins, Brick? Habe ich schon gesagt. Keine letzten Schlussworte? Nicht wirklich, also Smash, ja, ich weiß nicht. Also da ist Pokémon wirklich eher so mein Ding. Ja gut, das mache ich dann auch noch. Da komme ich dann rüber. Zocken wir zusammen. Stimmt, kann man ja jetzt. Laut einem Trailer. Helfe ich dir beim Pokémon fangen. Ja, jetzt sagst du helfen und dann schiebst du mich einfach von der Couch weg. Hier, lass mich mal ran. So geht das. Dann wirfst du mir den Ball an. Wirfst du mir diesen Ball an den Kopf. Bong, du bist gefangen, darfst du nicht berühren. Bleib mal bitte so stehen, genau so. So habe ich einen guten Punkt zum Zielen. So eine Zielscheibe aufgemalt vorher. Brick, wozu ist die da? Ach, das macht man unter Freunden. Okay. Besser als ein Apfel auf dem Kopf. Den gibt's danach. Wenn wir Zelda spielen mit dem Pfeil und Bogen. Hier hast deine Vitamine. Jo, dann war's das jetzt erstmal mit diesem Stream, der später auch auf YouTube landet als Aufnahme. Und dann, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wer auch immer zugesehen hat. Ich habe keine Nachrichten bekommen gerade. Das war ich. Okay. Bitte, bitte. Danke, danke. Ja, dann beenden.